Die Spenglerei und Dachdeckerei Zittek in Straden feiert heuer Geburtstag. Und zwar nicht irgendeinen, sondern es ist ein ganz besonderer. 90 plus 1 ist eigentlich relativ einfach erklärt. 1931 hat mein Großvater, der Franz Zittek, die Firma Schopau 24 gegründet und 2021 wäre eigentlich die 90-Jahr-Feier angesagt gewesen. Aber aus Corona-Gründen haben wir das halt um ein Jahr verschoben und da war natürlich der beste Einfall von meiner Tochter. Ja, da machen wir einfach 90 plus 1. Rund 200 geladene Gäste, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner und Freunde waren zur großen Geburtstagsfeier im Kultursaal Straden geladen. In einer Präsentation wurden die Meilensteine der Firmengeschichte aufgezeigt. Seit der Gründung im Jahr 1931 ist die Firma Zittek in familiärer Hand. Na, es ist schön, mittlerweile eigentlich in vierter Generation im Familienbetrieb Zittek arbeiten zu können und arbeiten zu dürfen. Und ich hoffe auch, dass es in Zukunft, oder ich bin mir sicher, dass es ein Familienunternehmen weiterhin sein wird. Ich bin auch stolz darauf eigentlich. Mein Urgroßvater hat den Betrieb aufgebaut und jetzt stehen wir heute hier mit knapp 70 Mitarbeitern. Unglaublich, was aus den letzten 90 Jahren alles so entstanden ist. Höhepunkt und Abschluss des Festaktes war die Ehrung langjähriger, verdienter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Musikalisch schwungvoll einbegleitet wurde die Jubiläumsfeier von der Gruppe Die Meriens. Der begeisterte Musiker Klaus Zittek ist eigentlich auch ein Mitglied dieser Musikgruppe. Erstens ist es immer ganz wichtig, dass man ein gutes Zeitmanagement hat, aber ich glaube, das Wichtigste, um Erfolg zu haben, ist der Ausgleich. Und da braucht man Hobbys, wo man einfach wieder Energie holen kann, wo die Familie dabei ist, wo man abschalten kann. Und da ist Tennis, Radlfahren, Musik natürlich ein ganz großes Hobby und jetzt habe ich vor jüngster Zeit auch zu golfen begonnen und da kann ich mich so richtig einsteigen, weil das kann ja noch nicht so gut und da werde ich jetzt ein bisschen mehr Zeit investieren dann in den nächsten Jahren, aber man muss einen Ausgleich haben, damit man im Berufsleben auch die Energie hat, erfolgreich zu sein. Wie es bei einer Geburtstagsfeier üblich ist, überbrachten die Gäste Geschenke und Glückwünsche. Aber auch die Firmenleitung hat Wünsche für die Zukunft. Also vor allem mal Gesundheit für meine Familie und für meine Mitarbeiter, dass bei unserer gefährlichen Arbeit nichts passiert. Aber es soll uns nicht schlechter gehen wie jetzt. Natürlich haben wir jetzt eine sehr schwierige Phase momentan, das wissen wir alle, mit den Energiekosten. Aber ich hoffe, dass wir positiv in die Zukunft schauen können und unseren Mitarbeiterstamm halten können. Natürlich, dass das vielleicht so weitergeht mit den nächsten Generationen und die aufbauen können, was mein Urgroßvater damals begonnen hat. Das wäre das schönste Geschenk. Alles Gute der Spenglerei und Dachdeckerei Zittek in Straden.